Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Ja, Leute, heute gibt's die Meta Knight und die Pit Story. Dann legen wir mal los. Hier mit Ultra Knight Outfit, ey. Gegen Licht und Schatten. Auf geht's. Ja, mir gehen die Tickets aus. Also wird ziemlich knapp hier. Muss ich mal zusehen, dass ich dann für die nächste Aufnahmesession wieder ein paar Tickets habe. Doppel-Link. Ah, Licht und Schatten. Hey, das passt ja zur World of Light, ne? Kira und Das. Böse Link. Und der normale Link. Haha, ich habe deine Bombe gefangen. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, Meta Knight fühlt sich ja nicht so gut an in Smash Ultimate. Diese Ab-B-Kombo nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen blöd. Aber ja, Edge Guard kann halt immer noch super gut, ne? Ist ja wichtig in dem Game. Von daher, immer noch okay. Und Tornado wurde gebufft. Gegen Pit und Dark Pits. Hm, auch interessant. Der Ansatz dieser Storyline. Oh, die sollen sich auch bekämpfen, ey. Die sind ja jetzt beide gegen mich. Oh, Mann. Das ist doch wieder scheiße. Was ist sowas? Zwei gegen einen, ne? Das gibt's nicht, das gibt es nicht. Das ist unfair. So, jetzt ist es fair. Ich hab Akira. Xu! Tschüss, Mann. Und? Alter, Akira ist so stark. Akira macht das schon. Boah, hier geht's über Offstage. Oh mein Gott. Danke, Akira. Ich habe ihn gehasst in The World of Light. Weil er so ein nerviger Spirit war. Aber jetzt mag ich ihn wieder. Doppel-Captain-Falken. Blood-Falken und Captain-Falken halt. Kommt, bekämpft euch auch mal. Ja, geht doch. Kämpfen sie wirklich. Nicht wie die Pits eben. Wir haben geteamt, Mann. Team aber auch irgendwie. So kämpft man nicht, wenn die gegeneinander sind, man. Hauptsächlich nur gegen mich. Ja, die kämpfen nur gegen mich wieder. Ah, mit Friendly Fire on, aber. Ja, wobei jetzt. Jetzt hassen sie einander. Oh, der wollte auch F-Smash mal, ey. Der hat mich gekillt. Kann es nicht mehr so gut in Smash Ultimate, weil die Schüsse nicht mehr ineinander connecten. Wurde genervt, diese Pistole. Komm, willst du auch einspringen in Smash? Yes! Auf Rennstrecke geschickt. So will ich das sehen. Double Lucas. Warum nicht der Masked Man? Weird. BK Freeze! Das ist ja Klaus, aber trotzdem. Ich muss Masked Man Outfit nehmen sollen. Hätte das besser gepasst. Junge, die Lucas-Bots sind so schlecht, immer mit dem Upsmash. Warum macht man Upsmash als Lucas? Ich verstehe das nicht. Oh oh, die Chimäre. Schon wieder, beide machen Upsmash. Warum? Kommt die hier hoch? Willst du nicht hoffen, ne? Aber ich wollte die Helfer-Trophäe. Da unten gehe ich sicherlich nicht hin. Junge, die machen einfach Upsmash! Der schlechteste Move im gesamten Spiel, meiner Meinung nach. Schon wieder. Meta Knight ist doof in dem Game, ey. Ja, die connectet gar nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Machen einfach Upsmash die ganze Zeit. Gib mal den Ultra Smash her. Junge, Meta Knight macht es nicht kaputt. Kriegt sich geschissen. Komm, Takamaru, mach du mal wenigstens was. It's okay. Ultra Smash von Meta einfach schon immer der schlechteste im gesamten Spiel. Trifft halt nie. Nicht mal stark und trifft nie. Nein, bin ich tot? Ne, wirft mich nach oben, der Vollidiot.
Schon Backthroats, Mann. Oh, he can freeze. Kann ich auch, Junge. Der gehende Chimäre. Komm, die will was von dir. Die ist ganz lieb. Ja, ja, geh da mal hin. Geh da mal hin, Lukas. Ja, geh mal nach rechts. Jetzt ist er wieder weg, die Chimäre. Komm her. Yes. Na, geht doch. Das ist eine schwere Geburt, ey. Dunkle Samus und Samus. Na, die bekämpfen sich wenigstens. Feinde bis aufs Blut. Was macht ihr da? Fight me! Okay. Ich wusste schon immer, dass dunkle Samus besser ist. Junge, diese Stage. Yes! Einfach Smash aufladen. Oh nein, der Arms Man. Oh, er hat mal was gemacht und es killt? Okay. Not bad. Doppelmeter neuf. Ah ja. Leute, macht nie Down B in Abgrund, weil dann seid ihr im Freefall. Jeder nice, irgendwie komisch in dem Spiel. Mir in Smash 4 mehr Spaß gemacht, der Char. Und im Brawl erst, ne? Oh yeah! Yes! Gegimpt! Jetzt kommt der Run und dann bin ich gespannt, welcher Boss kommt. Vielleicht kommt Marx! Es kann nicht sein, dass Marx kommt. Am Ende kommen Kira und das. Das Finale von World of Light. Weil Licht und Schatten, ne? Das glaube ich aber nicht. Wäre zu heftig. Vor allen Dingen dann nur mit einem Leben, ne? Nee, nee. Das kann nicht sein. Wahrscheinlich kommt Marx. Der leichteste Boss. Der ist echt easy. Da komme ich nicht mehr durch. Ne. Pech gehabt's. So ist es nun mal. Muss ich jetzt mit klarkommen. Dass ich versagt habe auf ganzer Linie hier. Gib mir wenigstens das noch. Gadi! Jetzt bin ich gespannt. Wer ist der Boss? Ist wieder die Meisterhand? Oder doch Marx? Mann, ich hätte lieber Marx gehabt, Mann. Ich will den nicht. Diesen scheiß Bosskampf hier mit Meistern. Weil Metanein macht nicht so viel Damage. Das ist richtig kacke jetzt. Das war super schnell, aber Schaden macht er halt nicht. Oh ja, Laser hält mich fest und die Teile treffen mich dann. Ja, ja. I see what you got there, I see. Versucht das zu swatchen, das ging nicht. Der Angriff, der ist okay. Trifft er eh nie. Der Angriff ist auch okay. Der Angriff ist nicht so okay, weil er so lang geht. Ich geh jetzt mal nur auf den Meistern. Scheiße. Crazy Hand. Eh noch viel zu viel Leben. Oh nein, nicht der Double Laser. I'm firing my laser. Da ist die Meisterhand. Crazy Hand, die bewegt sich eben halt ein bisschen komisch. Die erkennt man halt nicht immer. Das Schöne ist, Meta Knight hat so richtig gutes Run Speed. Das heißt, wenn ich immer renne, dann können die mich nicht treffen.
den Grabs und alles. Yes, Meistern down. Das sagen auch alle Frauen. Mach doch, bringt doch nix. Ah doch, das konnte mich trotzdem treffen. Ah, schön. Gut zu wissen. Das Spiel mal wieder unfair ist. Fertig, verkacken noch. Kein Shield Break. Bin begeistert. Einfach Smash aufladen. Bam. Take this, crazy hand. Das müsste ich aber schaffen. Jetzt ist es gravierend, das passiert. War das eigentlich drin? Ja, der Move. Ist auch ein bisschen gemein. Ah, ich hab den mittlerweile raus. Weiß, wie er funktioniert. Gehe ich einfach offstage, dann trifft er mich nicht. Das ist der Move, der ist auch in Ordnung. Der Move ist nicht in Ordnung. Der trifft immer. Kann man nichts machen. Einmal habe ich Glück und Spot-Touch zu denen, aber generell brauchst du sehr viel Luck. Yes, der Tornado! Vom Wind verweht! Dum, 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 dum. Sehr schön. Ohne ein Fail durchgekriegt. Melon Knight Story. Trotzdem nur 9,6. Obwohl ich einmal verkackt habe. Ich verstehe es nicht. Manche verkacke ich zweimal und es sind nur 9,8 oder so. Whatever. Wir wissen ja, dass es gar nicht so schlecht war. Dum, dum, dum. Okay. Jetzt kommt noch. Na guck, hier sind wir wieder bei Marx. Jetzt kommt noch Pit, ne? Ja. Eugene ohne Krabs. Don Bongo, aber kein Ticket. Verdammt. Na gut. Pit. Hier den schönen Rosan. Rot, rosa. Der männlichste Pit, Mann. Nur ein Ticket. Also wir haben quasi nur ein Continue, ne? Yikes. Dunkle Samus. Das ist mein erster Gegner. Den spiele ich eigentlich ganz gerne in dem Game. Fühlt sich einfach viel smoother an. Oh oh, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Ich warne dich sogar, Junge. Mach ihn doch kaputt. Ja, er macht ihn kaputt. Vollidiot. Ich hab's ihm gesagt. Ja, wollt ihr nicht hören. Wie so kleine Kinder, die erstmal die Finger auf der Herdplatte machen müssen, ne? Nein, Pit alleine gegen Bowser und Bowser Jr. Warum ist das so unfair? Und hier neue Bowser ist so richtig broken, Mann. Richtig broken, der neue Bowser. Na komm her! Komm her, Bowser, Schätzchen! Ich muss jetzt die Items nutzen, ein bisschen Damage damit aufbauen. Ich glaube, er ist weg. Sehr gut. Bowser Jr. will ja jetzt wohl schaffen, oder? Ha! Wow! Die dunkle Seite der Macht, Mann. Ganondorf! Geißel der Dämonen, nice Story. Deswegen kommen diese ganzen Bösen. Woo! Pock! Die Pit-Kombo, ey. Die war geil. Alter! Was ist das für ein Pit, ey? Endlich mal ein guter Pit. Oh, mein Nemesis. Finsterer Schmidt. Finstere Fallgrube. Pit heißt Fallgrube, Mann. Ich
snipe den ein bisschen, wenn er nichts dagegen hat. Gardevoir, wunderschön. Bringt mir einen Scheißdreck. Mann, ich habe keine Chance gegen den. Der ist zu gut. Jetzt bin ich drinne. Na, was machst du jetzt, hä? Gegen meinen Ners. Was machst du dagegen? Lass ihn nicht zurückkommen. Gibt's nicht. Gibt es nicht, gibt es nicht. Oh, jetzt ist er weg. Was sind da für Items? Ganz gute Items. Kann ich mich nie beschweren. Die Hasenohren brauche ich aber nicht, ey. Kann ich nicht mal richtig mit spacen. Oh, ist okay. Alter, mit dem Franklin-Badge da drin. Oh je. Oh, Bayonetta. Wie schön, dass wir in Ultimate sind und nicht in Smash 4. Ansonsten würde ich jetzt weinen. Junge. Zum Geier, sind wir wirklich in Ultimate? Smash 4 kommen muss. Alter, warum? Komm, Mario, greif mal das Huhn an, bitte. Die hat das Huhn angegriffen, oder? Sie nicht? Aber jetzt. Angriff der Hühner! Das sind alles, die stärker sind als Gendorf, Mann. Oh, die arme Bayonetta. Sie tut mir nicht leid. Oh Mann, wie die sich heilt. Wie das Item in Luft gefangen hat, ey. Das hätte ich wegschmeißen müssen in den Abgrund. Okay. Kommt einfach am Fass. Ich pammel. Und das war die übelste Kombo dann. Das ist ein Scheiß. Was? Ich muss gegen die Göttin selbst antreten? Warum das denn? Was zum... Okay. Das Böse hat mich bekehrt, oder was? Hallo Tina, warum? Wow. Die arme Palutena, Mann. Das ist voll unfair. Naja, meistens ist man selber ja gegen zwei Gegner, deswegen... Jetzt kommt das Schicksal zurück. Alter, die konnte gar nichts, Mann. Schön. Jetzt war ich gleich auch schon durch. Das ist ja richtig einfach mit Pit hier. Was ist das? Vielleicht ist die Dark Pit Story schwerer. Machen wir dann im nächsten Part. Haben wir ja kaum Unterschied, die beiden. Halt eine bessere IP, die zur Seite ihn killt. Der Dark Pit. Aber dafür schlechtere Pfeile. Die Pfeile machen zwar mehr Schaden, mehr Knockback. Kann man schlechter beeinflussen. Dann kann man die Gegner nicht so gut mit snipen. Ansonsten gibt es da gar keinen Unterschied zwischen den beiden. Na los, schnell hier durch. Perfekt. So perfekt. So perfekt. Und go! Geschafft! 50 Sekunden. Wer ist der Boss? War klar. Aber Dark Pit hilft uns. Schön. Dann ist es wenigstens fair. Aber ich werde das Lachen vergehen, Mann. Ich bin nicht mehr alleine. Eben war ich allein und habe euch auch besiegt. Aber nicht der Scheiß, ey. Ich hasse diesen Move. Er ist so broken. Ich hab's einfach geparried. Okay, Mann. Oh, geht doch. Los, Dark Pit. Nein, warum geht die auf mich? Ernsthaft jetzt?
Sie geht auf Dark Pit. Oh, der wird richtig durchgenudelt jetzt. Ah, ja. Ich hoffe je nicht. Schon zu dumm gelaufen jetzt hier der Anfang. Und ich kann die Recovery gar nicht. Naja, 247%. Alles klar. Alles klar. Braucht mich doch eh nur Kitze und ich flieg schon raus. Ja. Deine Mutter stinkt nach Hundescheiße, Mann, ey. Was ein Müll, ey. So ein Quatsch, ey. Eben schaffe ich es ohne Begleiter, jetzt nicht mit Begleiter. Weil es einfach nur glücksabhängig ist, ob man das schafft oder nicht. Mal machen sie nur die krassen Moves, mal machen sie nur Müll. Ich verstehe es halt nicht. Einfach schlecht gemacht. Einfach nicht gebalanced, der Scheiß. Ja, jetzt ist doch eh alles egal. Ich hab doch eh schon verloren wieder gehabt. Mann, Mann, Mann. Das ist so doof. Ich hasse es wirklich. Egal, was soll's. Und das waren meine letzten Tickets. Bis zum nächsten Mal muss ich zusehen, dass ich wieder ein paar Tickets habe. Ansonsten kann ich das erstmal nicht mehr weitermachen, ne? Mit Ticket ist halt cooler. Man bessere Sachen. Okay, was bekommen wir denn mit Pits? Den wir einen Score von 9,8 am Ende hatten. Glückspunsch! Endergebnis! Darkrai. König Bob Omb. Nur Scheiße bekommen wir! Und Duon. Und nur schlechte Snacks, kein Ticket. Ja, alles klar. Soll man nicht die Krise kriegen, ne? Okay, Finsterer Pit und Zero Suit Samus im nächsten Part, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.